Willkommen zurück zu The Forgotten City mit mir, Dennis, hier bei den Spielkindern. Wir sind im Schwimmbad von Maleolus. Der hat aus irgendeinem Grund hier einen sehr tiefen Spalt mitten in seinem Atrium. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind bei Maleolus in der Villa. Das wird ihn etwas wundern. Ich gehe davon aus, dass er sich gleich ein bisschen erschrecken wird. Deswegen schleichen wir uns jetzt extra langsam an hinter ihm. Hallo, Maleolus. Ja, was machen Sie in meinem Haus? Leap into my villa from the balcony, 100 feet above. Korrekt. That was either extremely reckless or impressively clever. Er hat zwei verschiedenfarbige Augen. Why have you risked life and limb to see me? Okay, fassen wir das mal zusammen. Wir haben letztes Mal, in der letzten Folge, ihr erinnert euch vielleicht, einen Meuchelmörder getroffen, der von Kaiser Nero persönlich geschickt wurde, um den Verantwortlichen für das große Feuer von Rom verantwortlich zu machen. Kaiser Nero wird ja aus heutiger Sicht verantwortlich gemacht für das Feuer. Zumindest gibt es die Vermutung, dass er vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass das Feuer gelegt wurde, um von seiner eklatanten Misswirtschaft abzulenken, hat er halt halb Rom abgefackelt. Das ist so ein bisschen die Arbeitshypothese der heutigen Historiker. Andere sagen, es haben vielleicht christliche Fundamentalisten, die ja damals gerade sehr im Verborgenen agieren mussten. Das war ja quasi eine verbotene Sekte im alten Rom in der Zeit, im ersten Jahrhundert nach Christus, dass Christen vielleicht Brandstiftung betrieben haben, um da den Heiden zu schaden sozusagen oder auf ihr Elend aufmerksam zu machen oder was auch immer. Dieses Spiel macht zumindest aus Sicht des Meuchelmörders die Theorie auf, dass dieser Mann hier, Maleolus, unter anderem Namen, aber dennoch dieser Mann für die Brandstiftung verantwortlich sein soll. Und jetzt können wir endlich mit ihm reden. Wir haben noch weitere Vorwürfe an Maleolus, nur dass ihr euch erinnert, bevor wir mit ihm reden. Wir haben den Vorwurf, dass er mehrere Leute in seine Knechtschaft gezwungen hat, weshalb sich mindestens mal Gulpius, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber der junge Mann, der sich von oben direkt vor unseren Augen runtergestürzt hat in seinen Innenhof hier, in diesen Brunnen, in diesen Spalt, dass mindestens mal der in seiner Schulden bei ihm hatte. Weitere Leute haben auch Schulden bei ihm. Die Julia, die sich selbst vergiftet hat mit Schierling. Wir erinnern uns, ich glaube vor zwei Folgen haben wir sie im Hospital, also in dem Tempel, der umgewandelt wurde, zum Hospital getroffen. Also da war sie schon tot, aber sie war vergiftet. Die scheinen zumindest irgendwie keinen Bock gehabt zu haben auf die Knechtschaft unter diesem Mann, weil sie bei ihm irgendwie verschuldet waren. Da wollen wir was drüber rauskriegen und er ist der offene politische und ja auch einfach der Widersacher von dem Magistrat, also dem Statthalter dieser kleinen Gemeinde, dem aktuellen Anführer also quasi, und er stellt sich heute zur Wahl als einziger Konkurrent zu Sentius, dem Magistraten. Außerdem hat er Leute eingeschüchtert und bestochen im Ort, damit er die Wahl gewinnt. Also alle sind sich eigentlich sicher, dass er die Wahl schon gewonnen hat, weil er genug Leute eingeschüchtert hat. Genau, und diesen Mann, der diese ganzen sozusagen Dinge angeblich gemacht haben soll oder machen soll, den treffen wir jetzt hier. Wollen wir nochmal schauen, wer der Mann wirklich ist. Was ist eure Geschichte? I'm Maleolus. And if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Was werdet ihr unternehmen, wenn ihr gewinnen solltet? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Wie wollt ihr das machen? Ich meine, die goldene Regel ist die goldene Regel. Da kann der Sentius nichts dagegen machen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. By declaring there's no such thing as the golden rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Ich kann dir sagen, dass die goldene Regel definitiv real ist. Wie erklärst du dir denn, nur mal so eine doofe Frage, guter Maleolus, wie erklärst du dir die vielen goldenen Statuen hier? Findest du das normal? Stehen in Rom überall komplette, voll goldene, massive Statuen rum?
Ist das so? Ich erinnere mich nämlich nicht, obwohl Rom die reichste Stadt der Welt war damals. Oder zumindest eine der mit Abstand reichsten. Da waren mal an einem Tempel irgendwie ein Fresko war vergoldet mit quasi mit Blattgold. Aber wir reden hier über hunderte kiloschwere, massiv goldene Statuen. Und zwar buchstäblich hunderte davon in der ganzen Stadt. Das findest du normal. Warum bist du sicher, dass es nicht real ist? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the golden rule is real? Natürlich nicht. Die goldene Regel ist real, aber wenn ich es beweise, dann sind wir alle tot. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Er hat vollkommen recht. Man kann es nicht beweisen. Okay, ich erlebe denselben Tag wieder und wieder. Die goldene Regel wird jedes Mal gebrochen. Was ist nötig, um euch zu beweisen, dass sie echt ist? Bücher, Notizen? Auch wenn ich es nicht beweisen kann. Wenn ich recht habe, wird dieses Wissen eine Katastrophe abwenden. Wenn ich falsch liege, wird es die Stadt zu einem besseren Ort machen. Ist das nicht eine gute Sache? Ja, ich frage erstmal, was er für Beweise braucht, weil er lässt sich's nicht beweisen. Er hat seine Meinung schon geformt. Surely, you're not one of those people who believes everything you read. Auch da hat er recht. Okay. Dann versuchen wir es mit Logik, ja? Wenn ich recht habe, dann wird dieses Wissen eine Katastrophe abwenden. Dann wirst du die goldene Regel nicht brechen. Wenn ich falsch liege, dann macht es die Stadt zu einem besseren Ort, weil niemand sündigen kann. Ist das nicht eine gute Sache? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people. And that means giving them the freedom to do as they wish. Auch sich gegenseitig umzubringen zum Beispiel. Okay, ich versuch's mit der Wahrheit, dass ich in einer Zeitschleife gefangen bin und das ja sehe, wie die goldene Regel jedes Mal gebrochen wird. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Gut. Nichts, was ich sage, kann ihn überzeugen. True, but that is simply because you are mistaken. Ja, solche Leute gibt's da draußen, die ihre Meinung einfach schon gefestigt haben und die sich nicht abbringen lassen von guten Argumenten. Wobei ich zugeben muss, dass ich in diesem Fall auch keine wirklich guten Argumente habe, außer die Wahrheit. Aber warum sollte er mir glauben, ja? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. Okay, er weiß auch nicht, wie man hier rauskommt. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Wartet kurz, ich antizipiere mal seine Meinung. Es wird wahrscheinlich sowas sein wie, finde ich doof, weil es die Menschen in ihre Freiheit einschränkt. Dieser Mann ist Christian Lindner mit zwei verschiedenen Augenfarben. Der möchte gerne Freiheit für die Menschen, und zwar Freiheit, im Zweifelsfall auch andere Menschen zu verletzen. Nur mal so am Rande, ich will jetzt hier nicht politisch werden, aber die Freiheit, für die die heutige FDP ist, nicht die aus den 60ern oder 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern die heutige, das ist die Freiheit, im Zweifelsfall auch egozentrisch anderen Menschen zu schaden. Wenn ihr für diese Freiheit seid, ist das euer gutes Recht, aber ich bin's nicht. Ich find's nämlich nicht okay, meine eigene Freiheit auszuleben und dabei wissentlich anderen Menschen zu schaden, weil das gar keinen Sinn macht, wenn das alle machen würden, dann wird's uns allen scheiße gehen. Deswegen sollte man so egozentrisch nicht handeln dürfen. Aber das ist ein realweltlicher Bezug, der relativ offensichtlich hier ist. Ja, dass es nun mal so eine neoliberale Philosophie gibt. Aber der muss man ja nicht unbedingt folgen. You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Bla bla bla. Wisst ihr etwas über das Verschwinden von Centilla? Jetzt wird's interessanter. Die jüngere Tochter von Sentius, seinem Konkurrenten, ist ja schließlich verschwunden. Und natürlich ist er ein Stück weit verdächtig. Ich meine, er ist schließlich der politische Widersacher von Sentius und mag ihn ganz offensichtlich überhaupt nicht. Of course not. But as I always say, if Sentius can't protect his daughter, how can we trust him to protect this city? Was verschweigt ihr mir? Look, if you're trying to find her, you may wish to check the cisterns beneath this villa. Domitius says he saw a body there some weeks back. Of course, just to be clear, I take no responsibility for what happens to you down there.
Na gut, also das haben wir ja schon mitbekommen, dass es wohl eine zumindest seltsame Vorkommnisse in der Zisterne gibt, also in dem Wasserlager, im Wasserbecken unter diesem, also in einer quasi in einer Höhle wird es wahrscheinlich sein, unter dieser Villa. Da wollten wir aber nicht runtergehen, weil es da ja angeblich spukt oder ein Monster umgeht. Da würde ich mir gerne erstmal eine Waffe holen. Das heißt, eigentlich ist mein nächster Schritt schon relativ klar. Ich hole mir jetzt mal eine Waffe. Ich habe nämlich auch ja schon eine Idee, wo ich die holen kann. Okay, ich versuche nochmal ihn zu überreden, ob er von der Wahl zurücktritt. Macht er das? Die Antwort lautet... Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Denn sobald ihr gewinnt, brecht ihr die goldene Regel, weil ich euch töten werde, wenn ihr es nicht tut. Oh, jei, okay, das könnten wir probieren. Denn sobald ihr gewinnt, brecht ihr die goldene Don't Regel. talk nonsense. There's no such thing as the golden rule. Ihr werdet Sentius wegen Verrats verhaften und zum Tod durch Gladiatorenkampf verurteilen. How could you possibly know that? Weil ich die Zukunft kenne. Aber jetzt mal ernsthaft, woher weiß ich das? Wo in der Zukunft habe ich das? Wo habe ich das her? Stand das irgendwo auf irgendeiner Schrifttafel oder sowas in der Zukunft? Das weiß ich jetzt gerade ist wirklich nicht. Domitius hat es mir erzählt. Ich kenne alle eure Geheimnisse. Weil ich die Zukunft kenne. Ich könnte sie jetzt hier gegeneinander aufhetzen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Domitius hat es mir erzählt, sein Leibwächter. Nonsense. This is nonsense. I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now get out of here. You outstayed your very limited welcome. Okay, alles klar. Ich verstehe. Oh, das Spiel ruckelt gerade sich einen ab hier. Gut, dann gehe ich halt, indem ich mich noch sehr detailliert in deiner Villa umgucke, Freund Nase. Ja, also so richtig viel hat er uns nicht verraten und ich bin geneigt, ihm zu glauben, dass er Still einfach nur here? ein verblendeter Arsch ist, der halt einfach, ne, so diesen Neoliberalen würde ich heutzutage sagen, aber diesen Freiheitssinn hat, der sagt, was? Mir wird hier was verboten? Selbst wenn es sinnvoll ist, zum Beispiel Leute umbringen oder betrügen, ja, das sind ja die Sachen, die verboten sind. Das ist ja, es geht ja hier nicht um irgendwie, dass er nicht sich anziehen darf, wie er will, oder essen darf, was er will oder so. Das versucht ja niemand. Es geht ja darum, dass ihm durch die Regeln des römischen Rechts quasi, die der Sentius ja hier verfolgt oder eben versucht einzuhalten, dass ihm verboten ist, Sünden zu begehen nach römischem Recht und hallo, römisches Recht erlaubt Sklaverei und die Unterdrückung von Frauen und so. Okay, wer heult hier? Okay, hier heult jemand. Wir wissen aber nicht wer. Scheiße. Wir kommen da jetzt auch nicht rein. Okay, interessant. Also es heult jemand hier im Haus. Wir haben aber keine Chance rauszukriegen, wer das ist. Ja, was ich sagen wollte. Maliolus ist halt so freiheitsliebend, der will halt einfach nur machen, alles machen dürfen. Das ist so ein typischer Mensch, der selbst wenn er gar nicht vorhat, da jetzt reinzugehen, wenn man ihm sagt, du gehst da jetzt nicht rein, hier ist Zutritt verboten, dann automatisch den Drang hat, die Tür zu öffnen und reinzugehen. Es gibt solche Menschen. Ich bin überhaupt nicht so. Mich irritiert das immer unglaublich, wenn es sozusagen gute Gründe gibt, Sachen einfach nicht zu machen. Dann einfach darauf zu bestehen, sie machen zu dürfen, einfach nur um des Prinzips willen. Weil Verbote halt einfach nicht in deren Weltbild passen. Dabei ist das völlig absurd. Ein gutes Verbot ist eine schöne Sache. Nur dadurch leben wir alle friedlich zusammen. So, was haben wir hier? Ulpius an seine verlorene Liebe. Möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte. Aber ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe nur, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Okay, also Ulpius schreibt an Sentilla. Wir sind uns ja relativ sicher, oder? Dass der
Sentilla, dass die Sentilla seine Liebe ist, das hatten wir ja schon festgestellt. Ulpius ist der Junge, der sich hier von der Klippe oben gestürzt hat, hier in den Innenhof. Und er schreibt hier quasi, er lebt ja hier, das hier scheint sein Zimmer zu sein. Er ist ja der, ja quasi Sklave von Maliolus geworden durch irgendeine Geschichte. Das wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht erfahren wir es auch nie. Aber nur mal so als Information, das ist völlig normal gewesen im alten Rom. Gab es das Gesetz, auch in einem alten Griechenland, in der Antike, dass wenn man Schulden hatte bei einem anderen Menschen und man konnte sie nicht zurückzahlen bis zu der gesetzten Frist oder einfach per se gar nicht, selbst nach Fristverlängerung nicht, da gab es bestimmte Gesetze, die dafür sorgen sollten, dass das gerechter zugeht. Also zum Beispiel hatte man immer die Wahl, einen verwaltungsbürokratischen Angestellten anzusprechen, quasi einen Verwalter und zu sagen, einen städtischen Verwalter, und zu sagen, hier, ich kann das nicht zurückzahlen, bitte verhandelt mit meinem Gläubiger darüber, wie wir das lösen können. Und erst wenn solche Prozesse ausgeschöpft waren, solche Möglichkeiten, kam es dann tatsächlich zu der Knechtschaft. Und dann wurde man praktisch unfrei für eine gesetzte Zeit. Also sagen wir mal, man schuldete... Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht? Shit. Man schuldete 1000 Denare und das war halt genug Geld, dass man da Monate für arbeiten musste. Oh, hier ist noch eine Nachricht von Julia, die lesen wir gleich. Dann war man, keine Ahnung, mehrere Monate Knecht von dieser Person. Meistens mit Zinsen sozusagen. Also wenn es eigentlich nur 3 Monate wären, musste man dann 6 Monate Knechtschaft ertragen. Und oft führte das aber ja zu richtig schlimmen Schulden und dann war die Knechtschaft eigentlich oft lebenslang. Das heißt, so entstand Sklaverei selbst mitten in Rom. Also nicht mal Kriegsgefangene, sondern es gab quasi Sklaven. Römer, die andere Römer versklaven konnten. Das war völlig normal. So, was schreibt denn Julia? Julia an ihre Geiselnehmer Maliolus und Claudia. Verflucht sollt ihr sein. Wenn ihr das hier lest, werde ich bereits tot sein, denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldknechtschaft. Mögen die Geier im Tartaros und ewig eure Eingeweide fressen. Also sowohl Julia als auch Ulpius waren nicht so hart gut zu sprechen auf die beiden. Auf Maliolus und seine Frau. Vielleicht ist Maliolus Frau... Claudia, die da oben schluchzt im Zimmer, aber da kommen wir ja jetzt nicht rein, also ich kann es nicht feststellen. Ich komme hier aber auch nicht wieder raus. Ist die Frage, wie man das machen soll. Es gibt keinen Ausgang. Hier ist ein ganz normaler Hausschrein. Hier hinter wurde geschlucht, da komme ich aber nicht rein. Kann ich mich einfach umbringen vielleicht? Ist das die Lösung? Wollte er nicht, dass ich gehe? Also ich meine, irgendwie... Wie komme ich hier wieder raus? Es muss doch irgendeinen Weg geben. Kann ich mich einfach ertränken? Oder hier irgendwie runterstürzen? Immer noch da? Still here. Ja, lass mich halt gehen. Kann ich nochmal mit ihm reden? Out of my villa before I have Domitius throw you out. Dann sag mir, wie ich... Oh. Muss ich jetzt hier echt irgendwie raushüpfen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Es muss doch irgendeinen Weg geben, hier rauszukommen. Tja, scheint aber tatsächlich der einzige Ausweg zu sein, mich hier in den Tod zu stürzen. Das ist ganz schön krass. Oder komme ich hier irgendwie... Ach guck, da komme ich raus. Theoretisch. Praktisch stürze ich mich einfach in den Tod. Hm. Warum kann ich denn jetzt... Oh. Verdammt, also das ist nicht die Lösung. Ich kann mich nicht in den Tod stürzen, um eine neue Runde zu beginnen. Ach, jetzt muss ich nochmal mit Maliolus reden. Ja, komm. Ja. Was ist eure Geschichte? Na, ich klicke das jetzt nur schnell weg, ne? Macht euch mal keine Gedanken. Ist definitiv real. Was ist nötig, um euch zu beweisen? Ja, okay, also der will einfach gar nichts hören. Das könnte ich ja nochmal ausprobieren, was passiert, wenn ich ihn... Wenn ich ihn bedrohe. You fool. The many shall suffer for the sins of the one. Lauft! Okay, hier kommt man...
tatsächlich nicht raus durch die Tür. Jetzt lass mich doch... Lass mich doch da jetzt raus. Wieso... Das gibt's doch nicht. Okay, also das ergibt hier alles überhaupt gar keinen Sinn. Der Bogenschütze da bringt mich jetzt um. Aber lauft. Ja, was heißt denn lauf? Wo soll ich denn hinlaufen? Die Türen sind alle zu. Ach, hier ist der scheiß Schlüssel. Oh, ich bin so dumm. So. Okay. Der Tag ist mal wieder beendet. Also ich darf ihm nicht drohen mit dem Tod. Das ist scheinbar nicht okay. Hier ist übrigens sein Gladiator, der Domitius. Auch schon tot. Okay, man muss, um das neu zu starten, immer wieder von vorne anfangen, tatsächlich. Was passiert, wenn ich auf dem Weg sterbe? Also wenn mich die Pfeile treffen? Dann kann ich nicht von vorne... Kann ich nicht von vorne das Ganze starten? Gut. Dann nochmal von vorn. Ist ja nicht so, als hätten wir da jetzt irgendein Problem mit. Mache ich doch gerne. So, mal gucken, wie jetzt beim dritten Mal der gute Galerius hier reagiert. Salve, friend. I'm Galerius. So, ich bin Leni und ich komme aus der Zukunft. Ja, ich bin nicht richtig im Kopf. Jeder ist hier willkommen. We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of... Welches Jahr? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since... 753, Rom kroch aus dem Ei, also sind wir... Where are you from exactly? 70 Jahre nach Christus. Oder 65. Archäologischer Einblick ist also 65 CE. CE? Ja. No, but listen. Most folk, you seem... Very live by our. Ja, macht euch keine Sorgen um mich. Suit yourself. Just don't do it. Ja, alles klar. So, Maverick. Wofür habe ich das jetzt bekommen, das Achievement? Skips the City Tour. Ja, wow, das war jetzt eine mega geile, geiles Achievement. Das habe ich doch eben schon mal gemacht. So, jetzt sind wir hier im Armenviertel bei Aurelia. Was steht hier? Galerius als Magistrat kontert mit: Ich würde lieber Aurelias Spezialgebäude trinken. Okay. Was haben wir hier? Ach hier, das ist Galerius Wohnung wahrscheinlich. Ich könnte ihm jetzt seine 7 Denar stehlen, aber ein Gedicht von ihm. Mein Leben war kompliziert, wie die 7 Arbeiten des Herkules. Ein Weise besiegt und versklavt, aber ich würde alles gerne wieder erleiden. Denn jeder Verlust, jede Wunde und jede Tragödie brachte mich zu euch. Strahlend wie Roms heilige Flamme, nährt eure helle Wärme meine Seele. Ich weiß, ich kann euch niemals berühren, nur um Vestas Flamme zu halten. Aber euch von Weitem zu beobachten und zu lieben, in eurem Strahl zu baden, ist mir genug. Okay, das klingt irgendwie... So, als würde bei Galerius noch mehr dahinter stecken. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold. Und habe ich das Gefühl, dass Livia mir irgendwas Interessantes zu erzählen hat. Ruhe jetzt. Ich würde mir jetzt gern mal den Bogen holen. Und ich glaube, ich weiß auch, wie ich das mache. Dazu muss ich jetzt aber erstmal runter ins Geschäftsviertel kommen. Und den Zugang dazu finde ich wie... Wartet mal... Oh, schönen guten Tag. Your best behavior, I trust? Ja, alles gut. Hey, Horatius. Läuft bei uns. How's it feel, knowing your man's doomed? So, hier sind wir richtig, genau. So, wir könnten auch mal mit Desius reden, aber... Vielleicht machen wir das später. Jetzt reden wir erstmal mit Fabia. Hey, Fabia. Help! You have to do something! Machen wir. A man arrived in the baths. Real nasty sort, with his face all covered up, and he's got a weapon. You have to do something. Ja, werde ich. Ich werde mich umgehend darum kümmern. I have to. Nein, geht doch nicht hinein. Why? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Vertrau mir einfach. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Okay, sehr gut. Ich habe sie vor dem Einsturz dieses Tempels hier gerettet. Der sieht tatsächlich nicht mehr gut aus.
So, dann gehen wir mal nach hier hinten. Und jetzt, ach, ich speichere vorher einmal. Und dann probieren wir mal, den guten Meuchelmörder dazu zu bringen, in den Tempel zu gehen. Und mit etwas Glück liegt dann da sein toter Körper und ich kann ihm einfach den Bogen abnehmen. Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ja, das weiß ich tatsächlich. Ja, ich sah, wie in der Stadt einen kleinen roten Schein anbietet. Das zweite Gebäude zu eurer Linken. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. Das war einfacher, als ich dachte. So. Ich beachte mich gar nicht. Ich bin hier nur ein stiller Beobachter der Dinge, die so geschehen. Lalalala. Dann gucken wir doch mal, was er jetzt so macht. Der gute Mann. Gilt das eigentlich schon als Mord? Breche ich gerade die goldene Regel? Eigentlich nicht, oder? Also scheinbar jemanden dazu zu überreden, in den sicheren Tod zu gehen. Also wenn ich mir jetzt gesagt hätte, spring da hinten von der Klippe. Und er sagt, okay, mach ich. Dann ist es immer noch seine Entscheidung, also Selbstmord. Aber... Filthy, lying degenerate. Das ist dann jetzt mein Holzbogen. Holzbogen und 10 Pfeile. Nice. Meins, 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 meins. Was hat er noch? Ein Kopfgeldaushang. Auf Befehl von Kaiser Nero. Alle treuen Söhne Roms werden angehalten, den Brandstifter und Mörder Tiberius Quinctius Crispus, einen Bürger aus dem Aventinbezirk Roms, aufzuspüren und zu töten. 40 bis 50 Jahre alt, er ist durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, hat dunkles Haar und ein grünes und ein blaues Auge. Er trägt für gewöhnlich keinen Bart. Er ist ein bekanntes Mitglied der Kultisten und leidet unter Größenwahn. Zumindest so viel kann ich bestätigen, er ist ein bisschen größenwahnsinnig. Quinctius finden, ja, habe ich schon. Und ein Denar, wow, das hat sich gelohnt. Ich frage mal Leolus, ob er Quinctius ist. Aber erstmal gehen wir zur Backstube, jetzt muss ich nur die Backstube finden. Das hier ist nicht die Backstube. Hello? Hello? Ach, wer bist du denn? Hello? Ja, hi. Wer bist du? My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Das tut mir aber leid. Was hast du denn gemacht? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Okay, also versuchtest du jemanden zu bestehlen? Das wäre ja dann möglicherweise eine Sünde gegen die goldene Regel. Yes. But I wasn't. I was just looking. Der hat so was Gollum-artiges, der Typ, so wie er redet. So, mein Schatz, ich hab nur danach gesucht. They said I did it more than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Eine lästige Pflicht, wonach fragt er jetzt? Was hat er doch gar nicht gesagt? Yes. They said I have to live here now. And gave me this letter. But I'm not good with words. Do you... You think you could read it for me? Klar. Gib her. Lese ich gern. Magistrat Sentius an Duilius. Also an Dulli, an ihn hier. Ich schreibe euch hinsichtlich eures unverbesserlichen antisozialen Verhaltens, was aus eurer Besessenheit von einem sogenannten verlorenen Schatz rührt. Ich fühle mit eurer Notlage und dem Ableben eures Vormunds Hannibal vor einigen Wochen mit. Doch ich muss euch eine wichtige Nachricht überbringen. Der Schatz, den ihr sucht, existiert nicht. Durch eure Gedächtnisschwierigkeiten liegt es nahe, dass ihr euch einfach falsch erinnert habt. Vielmehr, da ihr bei verschiedenen Anlässen widerrechtlich Orte betreten habt, einschließlich der Umgebung der Zisterne, die für alle Bürger untersagt ist, bin ich widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass ihr eine Gefährdung für die Gemeinschaft darstellt und eure Freiheit eingeschränkt werden muss.
solltet ihr die goldene Regel brechen. Ich hoffe, dass dieser Brief euch dabei hilft, zu verstehen, warum ihr inhaftiert wurdet. Falls eure Gedächtnislücken haben solltet. Ja gut, aber wenn er nicht lesen kann oder es nicht versteht, ist es jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll. Hier steht, dass die euch mehrmals beim Einbruch erwischt und eingesperrt haben, um euch davon abzuhalten, die goldene Regel zu brechen. My treasure. Was für ein Schatz. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find him. All I remember is he said something about the cisterns. Okay. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Okay. Dann haben wir einen weiteren Hinweis auf die Zisternen. Also wir wissen, dass da unten sich ein Monster rumtreibt. Es könnte da unten die Leiche von Sentilla liegen oder irgendjemand anderes. Vielleicht ist es auch dieser Hannibal, der da unten gestorben ist. Ich glaube ja, Sentilla lebt garantiert noch irgendwo. Könnte ich mir vorstellen, dass wir sie retten können und damit sozusagen eine Kette von Ereignissen losstoßen. Und wir haben jetzt den Hinweis eben von ihm hier und vielleicht kriegen wir den Schlüssel für eine Tür in der Zisterne unten. Eine Geheimtür oder sowas. Also unser Weg wird uns dorthin führen. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. Okay. Maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Okay. Verdammt. Ich darf ihn nicht einfach... Ich würde es jetzt einfach machen. Ich meine, I don't care. Für mich startet der Tag eh von vorne. Der Magistrat hat euch nicht ohne Grund hierher gesteckt. Ach, scheiße. Okay, das war nicht die Lösung. Naja. Wenn der nächste Tag startet, hat er es wieder vergessen. Was liegt hier? I did not do it, Dooley. Naja, du bist echt nicht so gut mit Worten, ne? Bip i optonti ilut. Ja gut, ist einfach nur derselbe Text nochmal. Gut, dann haben wir, ich sag mal, nicht viel gewonnen. Die haben den Schlüssel nicht bekommen, aber wir haben Pfeil und Bogen. And this shit is awesome. Ich kann jetzt jeden hier umbringen, ihr könnt mir gar nichts mehr. Das da ist übrigens Desius. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you Okay, got. Interessant. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban. But I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Mhm. Was Desius, der zwielichtige Händler, uns anzubieten hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Jetzt machen wir erstmal eine Pause und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, denn ich möchte wissen, was der Mann vorhat und warum er dafür jemanden braucht, der bewaffnet ist. Könnte interessant werden. Ach ja, und in die Zisterne müssen wir auch noch rein. Wir sind schließlich auf der Suche nach einem Schatz und einer Leiche. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.